Hallo, mein Name ist Maurice Exlager, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Profifußballer bei MSV Duisburg. Maurice Exlager hat es geschafft. In der A-Jugend gelang ihm der Sprung vom TuB Bocholt zum MSV Duisburg. In der Jugend der Zebras avancierte er zum Leistungsträger, sodass auch Cheftrainer Milan Sasic auf den jungen Bocholter aufmerksam wurde. Exlager nutzte die Chance, sich aufzudrängen, erhielt einen Profivertrag und kann mittlerweile einige Einsätze in der zweiten Bundesliga vorweisen. Ja, wir sind jetzt hier beim SV Biebenhorst. Maurice, du hast hier angefangen. Was verbindest du mit diesem Verein? Ja, ich habe hier natürlich angefangen, Fußball zu spielen und habe hier auch 8 Jahre in meiner Jugend verbracht. Und es ist natürlich immer wieder was Besonderes, hier hinzukommen und die kleinen Jungs jetzt hier Fußball spielen zu sehen. Denn so bin ich hier auch angefangen und ja, es ist ein schönes Gefühl, immer wieder herzukommen. Und wenn ich die Zeit habe, dann mache ich es auch regelmäßig. Danach warst du beim FC Bocholt. Würdest du sagen, da hast du so den Grundstein für deine jetzige Karriere gelegt? Ich denke, dass jeder Fußballspieler den Grundstein im Freizeitfußball legt. Also wenn man mit den Freunden privat spielt, denn da lernt man eigentlich am meisten. Und davon kann man eigentlich nie zu oft machen, denn Training ist meistens nicht so oft. Aber in der Freizeit kann man eigentlich immer spielen. Und ich denke, dass da der Grundstein liegt, sich selber auch Sachen beizubringen. Was würdest du denn jetzt Kindern, wie hier im Hintergrund spielen, raten, wenn auch von denen der große Traum ist, einmal im großen Stadion als Profifußballer zu spielen? Ja, man sollte immer auf sich selber schauen. Also man sollte nie sagen, er hat schlecht gespielt oder der andere hat schlecht gespielt. Es ist immer so, dass man auf sich selbst schauen muss und immer an sich arbeiten sollte und nie aufgeben sollte, denn es gibt auch mal Dinge im Leben, die nicht so gut laufen. Und deswegen sollte man sich immer an Leuten halten, wo man meint, halt, die tun einem was Gutes. Und ja, aber trotzdem sollte man im Endeffekt immer auf sich selber hören und auch auf sich selber achten. Ja, Maurice, du hast jüngst große Erfolge gefeiert beim MSV Duisburg. In der Startelf warst du, hast direkt ein Tor geschossen. Wie fühlt sich das an? Ja, also mein letztes Erlebnis mit dem Tor liegt natürlich ein bisschen zurück mit dem Paderborn-Spiel, meinem ersten Einsatz. Und deswegen war es fast so, als wenn man wieder sein erstes Tor gemacht hat. Und es war halt ein super Gefühl im Stadion. Dann haben wir natürlich auch noch gewonnen. Und ja, war einfach ein super Gefühl, wieder ein Tor zu schießen in unserer Arena. Du bist ja ein bisschen mit Glück auch in die Profimannschaft gekommen. Erzähl mal, wie das so vonstatten ging letzte Saison. Wir hatten natürlich im Kader nicht so viele Leute und da die Saison mit dem Aufstieg schon eigentlich abgeschrieben war, hat der Trainer dann gesagt, dass ich halt aufgrund meiner guten Trainingsleistung oben bei den Profis, die ich schon länger hatte, obwohl ich noch in der A-Jugend war, hat er dann gesagt, komm, ich nehme dich mit in den Kader. Dann hat er mich zur Halbzeit eingewechselt und direkt nach 2 Minuten mein Tor gemacht. Es war natürlich ein glücklicher Tag, aber ich denke auch, dass ich mir den erarbeitet habe. Ich denke schon, dass der Verein mir gut tut, weil die auch auf junge Spieler setzen und weil wir auch nicht so viele Leute im Kader hatten, so wie letztes Jahr. Und deswegen denke ich auch, dass zu jeder Profikarriere nicht nur Talent gehört, sondern auch Glück. Vom SV Biebenhorst ging es weiter zum 1. FC Bocholt. Für den aktuellen Niederrhein-Ligisten schnürte Maurice Exlager in der Jugend 4 Jahre die Fußballschuhe. Die alten Mitspieler wollten natürlich wissen, wie es sich anfühlt, das Trikot der deutschen U20-Nationalmannschaft überzustreifen. Ich war sehr stolz darauf, als ich die Einladung bekommen habe und habe mich auch sehr auf die Reise gefreut. Mein erstes Länderspiel zu machen war eine richtig tolle Erfahrung und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar mehr dazu kommen und dass ich mich weiterhin immer fürs Nationalteam empfehlen kann. Wann hast du denn so für dich realisiert, jetzt kann ich Profi werden, jetzt habe ich das Zeug dazu und auch die Möglichkeiten? Ja, die Chance sieht man natürlich, wenn man dann nach Duisburg wechselt in die A-Jugend, dann sieht man natürlich trotzdem, dass aus einem Jahrgang jetzt aus einer Mannschaft von 20 Leuten vielleicht einer Profi wird und warum soll man der ausgerechnet sein? Deswegen ist natürlich ein Ansporn, immer Gas zu geben. Maurice Exlager wollte immer Fußball spielen. Neben dem Training in dem Bocholter Verein schloss er sich dem Bocholter Fußballtalenten, dem BFT 05, an.
Sein dortiger Trainer Edgar Holtig ist stolz auf den jungen Profikicker. Ich denke, er ist im MSV Duisburg, also ich habe das mal mitbekommen bei der Mannschaftsvorstellung, sehr hoch angesehen, auch bei den Fans. Und er gilt als Eigengewächs, wobei wir eigentlich sagen, einige sind ja von unten Eigengewächs, aber MSV hat das auch toll gemacht, ihm die Chance zu geben. Und ich weiß auch von vielen Spielerberatern, die an ihm dran sind, dass der Maurice also ganz hoch im Kurs ist. Und was ich wirklich klasse finde, er ist weiterhin bei uns Mitglied und hat auch geregelten Kontakt. Wenn er mal Zeit hat, lässt er sich hier sehen. Oder wir selbst haben Sonntag zum Beispiel noch einen Termin, dass wir einfach, er sagt, mir ist das wichtig, auch immer zu dokumentieren, dass ich ein BFTer bin und dass ich das sonst nie geschafft hätte. Und wir verdanken ihm da auch eine ganze Menge Werbung. Ne? Auch Maurice Exlager hat noch eine gute Verbindung zu seinem BFT-Coach und ist ihm sehr dankbar. Und also ich denke, dass ich ohne Edgar Holtig und dem BFT nicht Profi geworden wäre. Und ja, der Edgar hat mich einfach in allen Sachen geholfen, in allen Dingen, die für einen Profifußballer wichtig sind, mir gezeigt, wo es lang geht. Ja, und ja, ich habe dem Mann sehr viel zu verdanken und denke, dass das der ausschlaggebende Punkt war, dass es auch bei mir im Kopf Klick gemacht hat und dass ich die Sachen beherzigt habe, die wichtig sind, um Profi zu werden und deshalb jetzt auch Profi bin. Hast du irgendein großes Vorbild, einen Fußballspieler, wo du sagst, da möchte ich hin? Also jetzt aus dem unrealistischen Bereich ist eigentlich Ronaldo, der Ältere, nicht der Neue. Der war schon immer mein Vorbild und ja, an so welchen Sachen hängt man sich natürlich, schaut die Videos bei YouTube oder ist das Schleichwerbung? bei YouTube an und möchte man natürlich auch gewisse Dinge dann auch mal nachmachen oder genauso gut sein werden wie er. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ja, es war eigentlich so seit der Kindheit mein Idol. What you want me to do? I'm sorry. I'm back. Let's go get them, Chuck! Hey, 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 show me what you got. Was sind denn jetzt noch deine Träume? MSV Duisburg, nur eine Zwischenstation, wo möchtest du hin? Ja, man möchte natürlich, gerade wenn man jetzt die U20-Nationalmannschaft dafür ein Spiel bestritten hat, möchte man natürlich auch irgendwann in die A-Nationalmannschaft. Aber das geht natürlich auch erstmal nur über die U21-Nationalmannschaft. Und mit Duisburg wollen wir natürlich jetzt die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen und dann im Pokalfinale natürlich auch am liebsten den Pott mitbringen. Ja, und dann wird man sehen, wie ich mich entwickle. Ich sehe meine Zukunft trotzdem weiterhin in Duisburg. Und wenn es darüber weiterhin eine gute Karriere für mich geben wird, dann nehme ich das gerne mit. Und ob es jetzt ein Sprung sein wird, wird man sehen. Aber trotzdem möchte ich mir jetzt da keine Gedanken drüber machen, sondern einfach sehen, wie meine Entwicklung weiterläuft und ja, jeden Tag Gas geben dafür.